Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Wir müssen jetzt verteidigen. Es hat schon angefangen, Actionphase, und ich baue jetzt ganz schnell hier mein Schild auf und dann warte ich mit Rook. Denn das wurde mir in den Kommentaren empfohlen, ich soll mal Rook spielen. Und Leute, ihr wisst, ich mache immer das, was ihr mir sagt. Okay, so, check die Camps, check die Camps. Okay, die Camp draußen brauche ich. So, was geht hier ab? Also, sie klettern gerade zumindest nicht rechts die Wand hoch. Die Cam ist kaputt, was nicht cool. Da oben. Da oben. Schau ich die da oben an. Die sind aber von der anderen Seite. Oh. Hier gefunden. Sind hier schon drin. Was ist das bei mir? Welche Seite ist das? Warte mal. Nee, das ist nicht meine Bahn. Ich schau. Die haben die Cam zerstört. Okay, hier drin. Alles cool. Hier. Ich hab grad nichts gehört. Moment. Da hat gerade. Offensichtlich, ihr habt es gesehen. Irgendwas ist da gerade in Luft gesprengt worden, aber ich weiß nicht was. Hier ist auch keiner. Ich höre doch hier einen. Alter, ich habe schon voll die Paranoia. Ist hier irgendwo einer noch? Keiner. Keiner. Und hier. Die Gegner sichern den Behälter. Oh mein. Okay. Das ist nicht gut. Der Behälter ist ja da drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Wie viel Leben hat der denn? Okay, ich helfe dir. Wie viel Leben der hat, ich hab dem 2 reingedrückt und der stand immer noch auf 2 Beinen. Die sichern den Shit! Oh mein Gott, Alter, ey. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass der Behälter da ist. Muss ich zugeben. Aber. Ja. Da gibt. Was war das? Was war das für eine Runde? So, Leute, jetzt aber. Ich will mich wirklich mal anstrengen in der Runde. Ich will wirklich einfach mal irgendwie gut spielen. Es ist echt. Oh, ey, da sagt man's und fährt direkt in den Shit. Weil ich bin immer noch nicht ranked. Und ich würde gerne mal einen Ranked-Modus ausprobieren. Ich will das wahrscheinlich nicht immer zocken, einfach weil die Runden ewig dauern teilweise. Und manchmal habe ich da irgendwie nicht so viel Bock drauf. Zudem es auch ernst zur Sache geht. Und ich und ernst ist auch immer so, ist auch immer so eine Sache. Von daher, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und schauen, wie es ist. Vielleicht sind auch alle Leute irgendwie im Voice-Chat. Das wäre geil, weil hier ist irgendwie fast nie jemand im Voice-Chat. Und wenn so ein kleines 12-jähriges Kind, das gerade Radio anhat, die Mutter reinschreit und alles Chaos. Das will ich natürlich auch nicht. Und deswegen habe ich den hier auch ehrlich gesagt nie an. Weil das mich immer richtig ankotzt, wenn ihr hart genervt wird. Aber werden wir ausprobieren. Und ich bin übrigens Fuse. Wir werden jetzt mal schauen, was der Plan ist. Wo ich hier am besten kann ich überhaupt irgendwo reinfusen? Von oben rein, ne? Von oben müsste gehen. Ich glaube, von oben geht. Wir versuchen uns mal rein zu sneaken. Schön vorsichtig. Und dann werfe ich hier, werde ich jetzt eine Drohne reinwerfen. Das war einfach hier. Drohne aktiviert. Bah. So, okay, und jetzt, nee, stimmt, da war der Weg, da war der Weg. Und, bap. Bam, seht, Alter, das ist sneaky, das ist Profi-mäßig. So, und hier ist alles safe, weil es sieht zumindest, ich würde halt hier irgendwo, check mir hier noch die Lage ab, ist hier irgendwie, okay, da, die haben hier sogar gesichert, die Witze, okay. Hier die Treppe runter vielleicht, kann man machen. Okay, rein, das ist zumindest safe gerade. Ich hoffe, das ist safe. Ich habe zumindest. Okay. So, schön vorsichtig. Kann ich hier. Hier kann ich natürlich nicht reinfusen, das ist klar. Okay. Will jemand mit mir mit? Okay, schau mal, der drüben geht auch runter. Oh. Ah, ich dachte, ich hätte da hinten einen gesehen. Alter. Okay, Chris, sehr gut, dass du vorgehst mit deinem Schild. Ich bräuchte eigentlich meine Cam jetzt. Okay, wir sind hier schon zu dritt unten. Geht da rein fusen, oder? Ist das nicht der Raum? Ist doch der Raum, oder? Okay, warte mal. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ja, ich fuse hier einfach mal rein. Schau mal. Wünscht mir Glück, Leute. Und bam. Flop, flop, flop. Okay, das war. Oh! Oh! Kill! Und Sprengsatz gekillt. Sehr gut. Ey, es hat mega. Eigentlich sollte man direkt nochmal reinfusen, oder? Ich weiß nicht. Sollte man das machen oder ist das nicht so klug? Einfach mal rein. Bap. Die schießen auch schon raus. Oh, ich wette, da war gerade jemand schon in den Kommentaren am Tippen. Das ist nicht so klug. Bam. 2 Kills. Aber das Problem ist, wir sind auch noch zu zweit. Und wie ihr seht, meine Waffe ist nicht upgegradet.
Was ein bisschen scheiße ist, auf so Distanzgeballer. Ich könnte es einfach mal aufspringen, oder? Letzter verbleibender Gegner. Wow. Ah, nee, hat er. Okay, meiner. Okay, bist du ready? Siehst du, was der Sprengsatz? Bist du ready, mein Freund? Weißt du, dass hier ein Sprengsatz ist? Ich weiß nicht, ob wir. Ich warte noch ein bisschen, was der da macht und dann. Ja, ich lasse in die Luft. Platziere mich hier und baller rein. Ich warte noch ein bisschen, bis der aus dem Schussfeld hier raus ist. Nicht, dass der da steht. Oh, ich muss zünden. Hier rein. Oh mein Gott! Fuck. Oh, ich hab so gehofft, dass er gerade auf Heroic Kiss geschaut hat und nicht auf mich. Das ärgert mich. Ihr wisst gar nicht, wie mich. Bärenfalle. Paolo mit der Bärenfalle. Schaut euch an. Das ist clever. Hinter das Schild einfach das 2-0. 2 fucking 0. Okay, Leute, los geht's. Actionphase, Matchball. Ich bin Puls und da ich Puls bin, werde ich mich natürlich irgendwo, weiß nicht, hier hinstellen vielleicht? Ne, hinter die Wand. Genau, sicher das. Alter, okay, sicher das. Jetzt check ich hier die Wand. Da drüben ist alles sicher. Denke ich mal. Ja, alles. Jawohl, die Garagentore schön gesichert. Jetzt warten wir auf die Gegner und ich hoffe einfach, dass ich hier irgendeinen abfangen kann, der denkt, er kommt da nicht durch und dann einfach hier durchkommt. Ich baller mir schon ganz schön rum. Die haben schon einen gekillt. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Check wieder mit Puls. Ich setze den Sensor ein. Ich höre Schritte. Ich höre. Da war einer. Der ist gerade oben an der Treppe gewesen. Oh. Mach nochmal das Ding. Okay. Oh. Will der es aufsprengen? Der Wichser will es aufsprengen. Der sprengt das auf. Der fused hier rein. Okay. Noch schlimmer. Was, wenn ich mit C4 da was dran klatsche? Nitro-Handy! Durchbruch! Shit! Das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Das war. Oh mein Gott, Leute, es tut mir so leid. Das war das Dümmste. Was war. Oh mein Gott, Alter. Ich hab den einfach fucking. Ich hab das einfach aufgemacht für die. Warum habe ich das gemacht? Ich hab's gemacht, weil ich ihn killen wollte, natürlich, aber. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Gott. Oh. Kann ich es vielleicht wieder gut machen? Okay, okay. Das war immerhin ein bisschen was. Aber das Ding ist immer noch offen, Alter. Da ist einer außen rum. Ich glaube, da waren zwei. Aber ich meine, hier sind wir safe, von daher. Aber warum habe ich. Oh, okay. Es geht hier ab. 5 gegen 3. Also hoffentlich wird mein dummer Fehler nicht. Ich wollte den halt killen, weil ich habe das T4 irgendwie hochgeklatscht und dachte, ich krieg den irgendwie gekillt, aber. Das war natürlich komplett behindert. Herzschlagsensor aktiviert. Ich wundere mich, dass da noch keiner irgendwie versucht hat, mal. Dass noch keiner versucht hat, da durchzudroppen einfach. Okay, da. Oh! Sehr gut, da haben sich welche mit der Granate gekillt. Ey, danke, das ist. Danke, dass. Da ist einer. Herzschlagsensor eingesetzt. Hier 2. Ich muss mich wieder konzentrieren. Ich will meinen Fehler wieder gut machen. Alter, ich bin nicht erschrocken. Ein Gegner verbleibt. Sehr gut, Team A. Bitte gib mir noch eine Chance. Herzschlagsensor aktiviert. Das ist der letzte. Oh, der ist da noch. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß. Er war gleich am Ende irgendwie. Okay, da wollte ich zu viel, da wollte ich zu meinem Team zu viel helfen. 15 Sekunden noch. Ey, bitte einfach verteidigen. Einfach verteidigen, bitte. 10 Sekunden übrig. Psst.
Yes! Ah, sehr gut. Das war richtig gute Teamleistung. Nice, sehr nice. Nice. And thanks. Also das war... Ich meine, ich habe es ein bisschen gut gemacht. Ich meine, glaube ich, 2 Kills, aber immer noch Matchball. Okay, Freunde, jetzt geht's. Actionphase, Match. Hat doch schon jemand auf uns geschossen. Matchball immer noch. Es steht immer noch 2-1. Und ich bin wieder mit Fuse am Start, weil ich irgendwie glaube, ey, der ist es. Auf der Map finde ich Glass gut, vor allem wenn die hier oben sind. Aber da die wieder hier unten sind, wie ihr sehen könnt, gehe ich natürlich wieder mit Fuse rein. So, ich wollte eigentlich nur drüber jumpen. Und drück mir die Daumen, dass jetzt hier mal wieder ein paar geile. Ist hier vielleicht offen? Ey, hier ist offen. Wollen wir vielleicht. Ich fand das mit der Treppe eigentlich ganz cool, aber. Wollen wir das vielleicht. Wollen wir durch die Treppe? Okay, nimmt die Cam, glaube ich. Er checkt mit der Cam die Lage. Okay, geht vor. Okay, ich folge dir. Ich bin hinter dir. Ich meine, ich kann nicht schießen, weil du vor mir bist, aber gut, dass sie das hier gemacht haben. Ohne Spaß, das ist sehr gut. Weil da werde ich jetzt reinfusen. Nein, nein, nicht. Mein Freund. Was mache ich? Nein, 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 nein. Warte. Nicht zünden. Motherfucker, chill. Das muss jetzt da rein. Und jetzt zünden. Shit, okay. Das hat nicht funktioniert. Jetzt öffne es. Jetzt kannst du aufmachen. Ey, wenn der mir jetzt vor die... Du hast nur eine Pistole, geh weg. Alter Schwede. Meine Waffe ist nicht für sowas gemacht, ey. Ich muss mich hinstellen. Okay, ich geh vor. Ich will ehrlich gesagt nicht durch, ganz ehrlich. Das ist nicht gut hier. Das ist nicht gut hier. Okay, da die in diesem Raum sind, probiere ich jetzt nochmal Folgendes. Nur noch einer vom eigenen Ich bin der Letzte. Okay, warte. Ich bin der fucking Letzte, das war's. Wo war jetzt nochmal dieser Shit? Feind draußen entdeckt. Whatever. Nicht das. Zünden schnell, die jagen mich. Okay. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Das war nicht gut. Das war... Ich meine, das jetzt am Ende war egal, aber die ersten beiden Runden... Ich meine, ich bin Erster, aber... Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, Leute.